Aha. Sarah zog das Gummiband vom Bargeld und ließ es aufrollen. Das war ein schlaues Versteck. Sie hatte die Drogen in der Geldrolle verstaut. Sarah, nicht doch! Sie sind weg! Sie blickte scharf auf. Was meinst du mit weg? Ich meine, ja, ich hab etwas genommen. Camilla starrte den Teppich an. Ich habe alles gestern Nacht genommen. Du hast recht, ich hab nicht geschlafen. In ihren geröteten Augen standen Tränen. Ich brauche Hilfe. Du musst gehen, sagte Sarah leise. Ich habe dich nur um eins gebeten und das hast du nicht geschafft. Du konntest nicht ehrlich sein. Sie hielt inne und sah den Stapel Geld in ihrer Hand an. Was zum Teufel? Die Ränder der Scheine waren etwas aufgerollt und breiteten sich nun aus. Die oberen Scheine waren Fünfer und Zehner, doch jeder weitere Schein darunter war ein Hunderter. Dutzende von ihnen. Vielleicht waren es sogar Hunderte Hunderter. Das waren nicht nur Trinkgeld, das ein paar hundert Dollar wert war. Das waren mindestens 10.000 Dollar. Camilla, was soll das? Nichts, sagte sie schnell. Gib es mir einfach, bitte. Die Drogen sind weg. Gib mir einfach das Geld, Sarah. Sag mir doch erst einmal, warum genau du vor diesem gewalttätigen Ex-Freund wegrennst. Sarah, gib mir das verdammte Geld! Schrie Camilla. Dann schrie sie erneut auf. Dieses Mal war es ein Angstschrei, weil jemand heftig an der Tür klopfte. Hier. Sarah schob das Geld in Camillas Hände. Nimm es und hau ab. Sie ging an dem älteren Mädchen vorbei, um zu sehen, wer da klopfte. Warte, warte! Camillas Gesicht war blass geworden. Schau bitte zuerst nach, wer da ist. Sarah wollte schon mit den Augen rollen. Sie blickte immer zuerst durch den Spion, doch die Angst in der Stimme ihrer Freundin ließ sie innehalten.